Wir bleiben gerade bei der Familie Segmüller. Das Unternehmer-Ehepaar betreibt seit Jahren sehr erfolgreich mehrere Gastronomiebetriebe in Zürich. Das Carlton ist vor wenigen Tagen nach einer Umbauphase wieder eröffnet worden. Der Umbau ist nach 16 Jahren dringend notwendig geworden. Das sagt der Inhaber des renommierten Gastrobetriebes Carlton, Markus Segmüller. Nach nur 3 Wochen Umbauzeit erstrahlt das Restaurant in neuem Glanz. Von den Böden bis zur Decke haben wir alles angelangt, von der Musikanlage über die Licht. Aber das Wichtigste, das ganze Innendesign ist komplett anders. Wir haben überall Nischen geschaffen, total unterschiedliche Bereiche. Die Materialauswahl ist riesig. Eigentlich ist alles neu. Inklusive Speisekarten, auch die haben wir geändert. Das Carlton gehört seit Jahren zu den In-Gastronomiebetrieben in Zürich. Und das in einem Gebiet rund um die Bahnhofstraße, wo Spitzengastronomie beinahe an jeder Ecke vorkommt. Rundum haben wir irrsinnig gute Kollegen mit super Konzept. Denen müssen wir uns anpassen, schauen, dass wir noch so lange voraus sind, dass wir die Leute auch halten können. Von dort haben wir schon einen sehr kompetitiven Markt. Das dürfte vielleicht das Geheimnis sein, der Antrieb von rundum. In dem edlen Ambiente des umgebauten Carlton lässt es sich also noch besser schwelgen. Die Speisekarte, ein vielseitiges à la carte Angebot, auf das in Zukunft noch mehr Wert gelegt wird. Ja, bis dahin haben wir ja immer sehr viel Unterhaltung geboten mit Valentines, mit Afterwork-Party, mit Banketten, die wir können. Von dem wollen wir zum grossen Teil weg. Die Afterwork-Party bleibt noch. Aber den Rest wollen wir eigentlich nicht mehr. Wir wollen wirklich jetzt uns als à la carte Restaurant etablieren und nicht mehr jeden Tag umbauen, wie wir es bis dahin gemacht haben. 35 Mitarbeiter kümmern sich im Carlton um das Wohl der Gäste. Plus der wertvollste Mensch im Leben von Markus Segmüller. Daniela Segmüller ist die starke Frau an seiner Seite. Oh, das ist eigentlich das Geheimnis von unserem Erfolg, dass wir das Zweite sind. Also ich allein hätte es nie können. Ich wäre schon lange pleite mit der ganzen Investition. Und wenn man das mit jemandem diskutieren kann und noch ein vernünftiger Teil da ist, dann ist das eine super Mischung von uns zwei.